Hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom Dan von mir und vom 1000 Tote Trolle Verlag, denn das neue Heft ist erschienen. Die neue Ausgabe 36 ist jetzt zu bestellen. Unter dem Video findet ihr natürlich den Link zum Verlag, wo ihr das bestellen könnt. Rollenspielmagazin aus Unterfranken. Wir kennen es schon. Ich stelle ja für euch die gesamte Retrospektive des Magazins vor, denn in jedem Heft ist ein Abenteuer drin und jedes Heft kostet auch nur seine 6 Euro. Und das Schöne daran ist, ihr bekommt auch die alten Hefte noch zu kaufen, und zwar aus dem Jahr 93. Das ist das erste Heft, das erschienen ist. Beziehungsweise in dem Jahr sind, glaube ich, zwei oder drei erschienen. Bis heute sind alle noch verfügbar und liegen noch dem Druck bereit. Aber an dieser Stelle möchte ich euch darauf hinweisen, dass ja Midgard 6 ab 2024 bei Pegasus landen wird. Und dementsprechend ist noch nicht klar, ob der Verlag weiterverkaufen kann, ob er neue Sachen produzieren kann. Und ja, dementsprechend würde ich euch jetzt auffordern, schaut euch nochmal genau im Verlag um, auch in meinen Videos und so weiter, was euch da interessiert. Auch unter dem Video ist das verlinkt. Denn die alten Sachen werden auf jeden Fall bis 2024 verkauft, soweit es reicht. Und es kommen noch ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich kann nur sagen, eine große Kampagne von Dirk Richter, wenn ich jetzt richtig im Hinterkopf habe, mit 500 Seiten. Der Narrenkönig wird noch erscheinen und noch einiges andere mehr. Und das muss dann aufgrund des Zeitdrucks, der dann entsteht, wegen dem Abverkauf, dann auch schnell verkauft sein, damit der Verlag keine Verluste macht. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn man eine Druckauflage setzt von einem Heft, von Büchern und so weiter, da gehen dann schon mal, je nachdem, was es ist, tausende Euro ins Land. Jetzt bei dem Magazin vielleicht nicht, aber jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, man bestellt jetzt 200 Bücher oder 100 Bücher, dann muss man da schon ein paar tausend Euro hinlegen. Und jetzt stellt euch vor, ihr macht jetzt eine kleine Auflage von 100 oder 150 Büchern und ja, jetzt dürft ihr die nicht die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre abverkaufen, sondern nur noch 2 Jahre. Dann überlegt ihr euch, machen wir das jetzt noch mit dem Druck oder nicht? Und dementsprechend, alle Leute, die gerne 1000 Tote Trolle oder Midgard mögen, möchte ich jetzt auffordern, die neuen Sachen, die erscheinen, zu unterstützen, indem ihr entweder sie direkt kauft, damit der Verlag, sagen wir mal, seine Investitionen wieder reinbekommt, oder wenigstens mal teilt, ne? Die Informationen, die von mir kommen werden. Ich werde das begleiten, was rauskommt, werde immer Infovideos raushauen, kurze. Entweder das teilen oder auf dem Verlag, auf der Homepage das teilen und so weiter. Also da geht es jetzt echt darum, dass der Verlag nur noch neue Dinge rausbringen kann, wenn er sicherstellen kann, dass auch in diesen 2 Jahren die Sachen gut vom Start weg verkauft werden, ne? Und da helfe ich auch gerne mit. Und jetzt kommen wir zu dem Heft. Denn diese Sache steht auch nochmal hier in der Einleitung drin. Und solche Sachen wie hier der Narrenkönig sind natürlich erhältlich. Ein sehr, sehr tolles Buch, spielt in Alba, habe ich euch auch vorgestellt und findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Also in den 1000 Tote Trolle Playlisten ist das drin. Und ein Abenteuer daraus habe ich nochmal speziell vorgestellt. Ja, was ist hier drin? Also erstmal hat es mich gefreut für alle Leute, die Bock haben auf die Küstenstaaten. Hier ist einerseits ein Abenteuer drin von Tomcat, von dem ich auch noch so ein paar Sachen runtergeladen habe. Der hat nämlich eine Seite gehabt, auf der er ganz viel Rollenspielmaterial veröffentlicht hat. Und hat dann irgendwann mal im Forum geschrieben, Leute, ich stelle die Seite ein. Wer möchte, kann diese ganzen Rollenspielsachen nochmal schnell runterladen. Das sind Abenteuer dabei, das sind alle möglichen Sachen dabei. Und das ist hier das Abenteuer, die dunklen Mächte über Cantresorso oder Quantrecorso. Es spielt in den Küstenstaaten. Auch ganz kurz,
Dies ist das Abenteuer von einer Südcon, also eine Südcon-Edition, das vielleicht vergriffen war, ich weiß es nicht, und jetzt auf jeden Fall hier nochmal neu abgedruckt ist. Das Abenteuer ist von, für höhere Grade von 10 bis 15, auch für Midgard 5 natürlich, und beträgt 5 bis 8 Stunden Spielzeit, also ist auch als langer One-Shot oder als Two-Shot gut zu spielen. So, jetzt kommen wir zu ein paar Sachen. Küstenstaaten ja sowieso interessant hier, weil wenn ihr Bock habt, generell auf die Küstenstaaten. Hier in dem Heft ist auch noch was anderes zu den Küstenstaaten drin. Dementsprechend lohnt sich das Heft für Leute, die Küstenstaaten mögen. Achso, in dem Abenteuer hier geht es hauptsächlich um Dungeon und um also detektivische Teile. Ne? Also dementsprechend könnt ihr da was erwarten. Schön finde ich, dass die Zeichnungen offensichtlich von Hand mit Buntstift gemacht worden sind. Das ist scheiße zum Einscannen. Das sieht man auch hier manchmal, es ist ein wenig blass. Ich kenne das selbst, ich zeichne auch gerne mit Bleistift. Und ich weiß, es ist nicht so ganz einfach, gut das einzuscannen. Aber das ist einigermaßen gut gelungen. Wir haben ein schönes Bild und auch später noch die Dungeons sind wohl handgezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie vom Tomcat selbst gezeichnet sind oder von einem Bekannten oder von seiner Freundin oder Frau oder von wem auch immer. Die Karten sind auf jeden Fall ganz schick und ich mag ja dieses Handgemachte gerne. Ja, also dementsprechend bin ich da auch einigermaßen begeistert. Auch wenn ich jetzt vielleicht die Farbe jetzt anders gewählt hätte, aber das ist egal. Also dieses Rot und dann dieses, ja, rosa-lila, keine Ahnung. Aber egal, ist egal. Aber auf jeden Fall ist es groß, ist es groß ausgearbeitet. Es gibt schöne Schauplätze, die halt perfekt sind für die Küstenstaaten, unter anderem auch ein Weingut und so weiter. Hier ist jetzt nochmal ein Dungeon gezeichnet. Alles von Hand, wie gesagt. Ne? Also das sind halt Sachen, ne? Da kann man sich freuen. Und auch ganz wichtig ist, hier taucht eine Antagonistin auf, die Blutgräfin. Und die ist so mächtig in der Region, beziehungsweise baut da ihr Netzwerk aus, dass man sie auch noch für eine längere Kampagne in seinen Zyklus mit einbeziehen kann, ne? Dass man sie aufbauen kann. Weil die ist jetzt nicht nur eine da, die einfach mal, yo, ich mache jetzt dies und das und jenes und danach bin ich tot, sondern die wird auch noch längerfristig unterwegs sein. Und hier steht jetzt noch dabei, das ist jetzt für alle, die sich da auskennen. Ich bin da leider noch nicht so ganz im Thema. Das Abenteuer Dunkle Mächte über Quatrecorso kann oder vielmehr sollte als Sequel zum Abenteuer Rettung für Straßenkinder aus der Südcon Edition 8 gespielt werden. Ich glaube, dass es diese Südcon-Edition alle noch zu kaufen gibt beim Tausend Tote Trolle Verlag. Ich bin mir da eigentlich relativ sicher. Südcon-Editionen, das sind Spielleitergeschenke. Also es gibt zu jeder Südcon, zu jeder Midgard-Con, im Süden Deutschlands, für jeden Spielleiter immer so ein Heft geschenkt. Die werden gedruckt und werden geschenkt als Dankeschön, dass er da das Spiel geleitet hat. Und die erscheinen dann nach einigen Jahren dann auch im Tausend Tote Trolle Verlag. Aber bis dahin haben das exklusiv nur die Spielleiter. Und ja, da könnt ihr auch mal reingucken. Es sind auch viele schöne Abenteuer dabei. Genau, also die Blutgräfin ist auch was, ne? Die kann man sich auch rausziehen, wenn man das nicht spielen möchte. So, weil hier wird richtig ausgearbeitet, die komplette Blutgräfin mit allem, was sie kann, mit Vorgeschichte, mit hier, was sie kann, wie sie es macht, als Gegenspielerin ein Ausblick und so weiter und so fort. Also die ist so ausgearbeitet, da lohnt sich alleine schon eigentlich die Ausarbeitung von der Blutgräfin, die man dann in sein Spiel einbeziehen kann. Dann hier ganz heißes Eisen, deswegen finde ich es witzig, dass es jetzt hier in der Ausgabe drin ist. Role Inclusive heißt das. Es ist wohl ein Buch oder so eine Denkschrift. Diversity und Repräsentation im Rollenspiel. Das wird hier vorgestellt von Thomas Losleben, auch dem Autor hier
Das sind von diesem Narrenkönigs, Chefredakteur Die Welt, und auch bei Midgard war er in der Gilde, hat einen Gildenbrief gemacht und so weiter. Also ein bekannter Mann. Und hier wird jetzt quasi das Buch oder die Inhalte vom Buch zusammengefasst, ne? Also was mit Sexismus, Rassismus, politisch, was auch immer, barrierefrei und so weiter. Was da alles man sich darüber denken kann, was man, ja, was man vielleicht bedenken sollte. Und selbst wenn man es nicht so sehr wichtig findet, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, weil entscheiden kann man im Nachhinein immer noch, ob das wichtig ist für einen selbst, für die Gruppe, mit der man spielt oder nicht. Also das muss man jeder selbst dann entscheiden. Und da ist ein kleiner Abriss drin. Wie sind es? Zwei, drei Seiten. Ach, sind sogar mehr hier. Zwei, dreieinhalb. Hier noch ein bisschen, viereinhalb. Jo, Seiten, in der das Buch dann so ganz gut zusammengefasst wird. Neues aus Midgard, das Rubinelixier, ist jetzt schon etwas älter, aber ist hier von Gerd, von, nicht Gerd Hubrich, von Harald Popp. Grüße gehen raus an der Stelle. Eine Zusammenfassung, eine kleine Rezension. Dann haben wir hier Hintergrundmaterial, kann man auch immer gut gebrauchen. Der Clan MacTrarroch. Denn bei Midgard gibt es einen Haufen Clans, gerade in, also in Alba, ne? Und es sind halt nur, sagen wir mal, die fünf großen richtig bekannt. Bei den anderen kann man sich ein bisschen austoben. Und das wurde hier gemacht. Hier wurde ein Hintergrund geschrieben. Die Falkenfrauen, wie der Clan MacTrarroch entstand. Von Martin Lohr. Ja, wunderbar. Ist auch wunderbar. Also hier können wir auch nochmal Informationen für Charaktere bekommen, für unsere eigenen Ideen für Spielleiter und ganz viel Kram. Also wunderbar. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gesagt habe. Wer Bock auf die Küstenstaaten hat, der muss hier zuschlagen. Denn Perückenmagie in den Küstenstaaten. Ja, wie geil ist das denn? Von Rico Nilin kennen wir auch den Namen mittlerweile. Wenn ihr die Serie verfolgt hier über den Tausend Tote Trolle Verlag. Bei Midgard gibt es auch bei dem Originalverlag einen Haufen von ihm. Und hier geht es jetzt um die Perücken mit Magie. Ja, das finde ich super geil, ja. Wie die entstanden ist, was das für Effekte hat und so weiter und so fort. Denn die Küstenstaaten, ja, ich sag immer, jo, also sie sind sehr so italienisch geprägt, so, also historisches Italien. Ja, vielleicht auch ein bisschen Spanien mit dabei. Also es ist so ein kleiner Mix, würde ich mal sagen. Ja, und da geht, da kann man halt richtig schöne Sachen machen. Und das finde ich halt schön. Das kann man bei Midgard schön einbauen. Und das sind dann auch, das macht die Welt halt breiter. So, dann haben wir hier noch einen Vogel. Der bunte Vogel aus dem Rakuin. Schnampfer. Ja. Ein komisches Vieh, das wohl irgendwie in Zusammenarbeit mit irgendeiner Community zustande gekommen ist, der hier halt nochmal erklärt ist auf zweieinhalb Seiten. Nee, zwei Seiten sind es mit Hintergrund als Reittier, als Nutztier. Ist mal ein bisschen was Abgedrehtes für Midgard, mit Spielregeln allem drum und dran. Und hier nochmal die Information, dass die Heldenstreich-Editionen erschienen sind. Ich habe schon jetzt aufgenommen das erste Video zu der Goldkröte, in der ich das nochmal vorstelle. Das wird auch demnächst erscheinen. Da muss ich gucken, wie ich das am besten hinkriege. Und hier, da, gut, dass ich sie nochmal gesehen habe, die Tiefen der Elbe. Das ist jetzt Midgard 1880, die ja auch sehr, sehr stark hier beim in dem Magazin vertreten sind, beziehungsweise die, wenn ich sage die, dann meine ich natürlich ja, Dr. Rainer Nagel hier, der das halt quasi die Chefredaktion hat. Und ja, mit dem wollte ich noch ein Gespräch führen über diesen Band, denn es ist ein Abenteuerband plus ein Hintergrundband. Und ja, wir hatten schon ein Gespräch ausgemacht, das ist dann verschoben worden meinerseits, weil ich wusste schon, dass ich an dem Termin krank sein werde, denn da war dann Fußball, da hat die deutsche Nationalelf gespielt und dann hat er abgesagt, hat er verschoben und dann seitdem habe ich vergessen, mich zu melden. Ich werde ihn nochmal anschreiben. Und dann gucken wir uns zusammen die Tiefen der Elbe an, da will ich mir auch noch angucken, jetzt nochmal selbst. Das stelle ich euch auch vor.
Ja, also Midgard, ne? Haufen Zeug, ja, nicht immer alles nur vom Verlag, auch mal von den anderen, die da so ein bisschen rumwursteln. Also ein bisschen was kommt raus. Und ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Ihr habt Bock, bestellt die Videos und nochmal bitte den Aufruf, ne? Der 1000 Tote Trolle Verlag, der kann die Sachen nur rausbringen, wenn die nächsten Sachen, die jetzt erscheinen, einen guten Abverkauf haben, also einen guten Initialabverkauf, dass er wenigstens die Produktionskosten reinspielen kann. Und der Carsten Grebe, also der Chef vom 1000 Tote Trolle Verlag, der hat mir gesagt, ja, früher haben wir halt für die Publikation, haben wir 4 Jahre gebraucht, bis wir mit einem Buch also die Ausgaben für die Produktion erstmal eingespielt haben. Und dann kommen wir erst in die Gewinnzone. Also ihr könnt euch vorstellen, ne, ihr bezahlt was und erst nach 4 Jahren habt ihr erstmal die Kosten drin, die euch das gekostet hat, das zu erstellen, das Produkt, ne? Und dementsprechend muss das schneller gehen, weil einfach die Zeit drängt. Und ja, deswegen hauen wir das jetzt raus. Das Rollenspielmagazin aus Unterfranken. Und ich hoffe, dass Pegasus das wertschätzen kann, dass das vor allem seit 1993 jährlich mit mindestens 2 Heften, wenn nicht sogar noch mehr, ja, dafür gesorgt hat, dass Midgard immer weiter wächst und immer bunter wird und neue Ideen hat, neue Abenteuer und dass viele Gruppen einfach Spaß am Pen and Paper haben und dass Pegasus das auch schätzt und vielleicht sogar, dass der 1000 Tote Trolle Verlag vielleicht für Midgard 6, vielleicht sogar für Midgard 5 weiter produzieren darf, vielleicht unter Lizenz oder was auch immer. Das wäre eine schöne Sache. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao.